Großes, und zwar den Cockroach-Simulator. Ganz genau, der Kakerlaken-Simulator. Wir werden gleich eine Kakerlake sein auf dem Weg zum Fressen, weil wir Eier legen müssen. Oder wollen. Oder kleine Eierchen, die aussehen wie eigentlich eher kleine Häufchen. Was aber völlig wurscht ist, wir suchen uns schon mal einen Raum nebenbei. Das Prinzip ist so ein bisschen Dead by Daylight. Wir haben quasi einen Killer hier in Form eines alten Mannes, der versucht, die Kakerlaken zu zertreten, zu töten. Der öffnet den Raum und man kann halt dann als Kakerlake nachjoinen, wie man sieht. Wir starten immer da oben im Lüfter quasi. Da unten sehen wir den alten Mann, der wird uns gleich jagen mit allen Mitteln. Tolles Radio hat er auch zur Verfügung. Ja, der Soundtrack von diesem Spiel ist erste Sahne. Apropos Soundtrack, ist ein bisschen Lautstärkeregelung, hat es nicht integriert, muss man über den Soundmixer machen. Ist sehr laut, der Sound an sich, also da sollte man sich vorher drum kümmern, bevor man anfängt zu spielen. So, wir haben da mal rausgeguckt und ich würde sagen, wir rennen jetzt einfach mal los. Steuerung ist simpel, wie es nur simpel sein kann. Nach vorne, nach hinten, links, rechts, ne? Mit der Maus können wir uns umschauen. Rennen können wir natürlich auch, wenn wir das müssen. Da ist der alte Mann und wir suchen jetzt unser Fresschen. Da liegt zum Beispiel schon mal was. Das sind hier diese wunderbaren kleinen Dreckshäufchen. Da kam ein Messer geflogen. Hallo? Was soll denn das? Also wirklich? Wir wollen ja hier nochmal aufessen in Ruhe, Mensch. So, und wenn man aufgegessen hat, hat man ja dieses schöne kleine Pfsch gehört. Dann haben wir halt, also ich sag, wir haben ein Häufchen gemacht. Das Spiel behauptet, wir haben wohl irgendwie, oder fangen an, Eier zu legen. Was jetzt ekliger ist, kann man sich selber aussuchen. Wir laufen jetzt auf jeden Fall mal den Kühlschrank hoch. Präzise ist die Steuerung jetzt nicht wirklich, aber man kommt voran. Man findet sein Fresschen. Oh, der hat, jetzt hat er uns gesehen. Ja, hi, hi, hallo. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir lang marschieren. Ne? Nicht, dass der uns erwischt. Das wollen wir ja nicht. Immer noch schnell aufgegessen. Oh, na. Jetzt hat er sich auf den Tisch gestellt, ja. Jetzt denkt er wohl, er sieht uns. Oh, jetzt sind wir vom Kühlschrank gefallen. Dann mal orientieren, wo wir hingeplumpst sind. Man kann halt die Wände hochlaufen, am Kühlschrank halt hochlaufen. Man kann auch über Kopf laufen. Also ich könnte jetzt rein theoretisch tatsächlich den Tisch hochlaufen und an der Innenseite des Tisches weiterlaufen. Wie gesagt, die Steuerung ist nicht sehr präzise, von daher ist es etwas schwierig, aber wenn man sich dran gewöhnt hat, kommt man voran. Dann sind wir einmal auf der anderen Seite der Küche gelandet, bei den ganzen Schränken und so. Gucken, ob wir hier irgendwas drinne finden. Sieht nicht so aus. Eine Pfanne, die schon bessere Tage hatte. Und wie gesagt, man lauscht diesen wundervollen Soundtrack. Ja, das alleine, da hat das Spiel schon gewonnen. Das Brummen zwischendurch, ich möchte es nur mal erwähnen, das bin nicht ich oder mein Mikro, es ist tatsächlich die Küche des alten Mannes, ja. Oh, wir haben ja Fressen gefunden. Ich finde das auch wirklich herzallerliebst, wie man da so diese Fressgeräusche, ja.
Oh ja, Mann, das war ein Sprung, ey. Jede Kakerlake wäre neidisch. Nimm den Teller da weg, Junge. Wie? Wo sind wir? Die Welt steht Kopf. Hallo? Hallo? Hier, okay. Also springen kann die Kakerlake auch ein bisschen. Ne, wo man landet, ist halt immer die Frage. Ich bin gerade sehr verwirrt. Ich bin hier irgendwo an der Wand und die Welt steht schon wieder Kopf. Hi. Ah, hier sind wir. Okay. Hallo, hi. Du siehst uns nicht. Wir gehen wieder. Wo geht's denn hier lang? Hast du einen Teller nach uns geschmissen? Schäm dich. Nee, mein Topfdeckel. Das ist unfassbar. So, wir sind ja. Okay, unten an den Schränken. Ne, also Orientierung, sechs Sätzen, aber ne, passt schon. Ja, können wir hier wieder hoch? Ah, das ist die Mikrowelle. Der hat mir ja auch eine Mikrowelle hier stehen. Da ist doch bestimmt. Kommen wir die Mikrowelle hoch? Ja. Nee. Fresschen! Hallo? Können wir da? Ohne dass der uns sieht? Ich weiß es nicht. Ja, passt schon. Oh, jetzt haben wir schon ein Riesenhäufchen fertig. Jetzt haben wir einmal dem alten Mann vors Gesicht geschissen oder so. Oder Eier gelegt, wie man es nimmt. Bei, ich meine, drei solcher Streifen, vier, wäre Game Over für den alten Mann. Oh, wir laufen rückwärts die Wand hoch. An der Gardine lang da. Ist hier irgendwo Fresschen hier oben? Hallo? Oh, 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 oh. Wo bin ich runtergefallen? Wo hänge ich hier fest? Hallo? Au. Oh, jetzt bin ich auf die Fensterbank. Du wirst doch nicht. Also. Aber fressen. Hörst du auf, da rumzuspringen? Ja, da bist du völlig falsch, mein Freund. Hahaha. Also wie gesagt, das Spiel ist normalerweise halt auch darauf ausgelegt, dass man mit mehr als einer Kakerlake in so einem Raum unterwegs ist. Ist halt noch nicht so einfach, Mitspieler zu finden. Ich kann gar nicht verstehen, warum, weil, ja, ich meine, man kann eine Kakerlake sein. Ich verstehe wirklich nicht, das Spiel müsste eigentlich das meistverkaufteste Spiel ever bei Steam auf der Stelle sein. Jetzt sind wir wieder hier hinter geplumpsert. Ich bin verwirrt. Nimmst du das weg? Das ist doch jetzt wohl nicht sein Ernst. Habt ihr das gehört? Unsere, also... Ja, eine Kakerlake. Jetzt hatten wir aber ein Hüsterchen, Mensch. Hier war ja nichts. Ich wollte hier irgendwie wieder raus, aber, ne? Fresschen! Yay! Aber den Ausgang haben wir noch nicht gefunden, ne? Oh, ein helles Licht. Hallo? Bist du der Kakerlakenhimmel? Nee, war anscheinend nicht der Kakerlakenhimmel. Wo sind wir jetzt gelandet hier? Hallo? Wo ist denn hier der Ausgang? Toll. Okay, da spielt jemand am Radio rum. Wow. Wo sind wir jetzt gelandet hier? Jetzt geht's aber rund hier. Yay. Trotzdem finden wir hier nicht mehr raus. Hallo?
Geht's da lang? Au, au, ja, 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 Wand. Okay, alles klar. Meine Herren. Oh, wir haben ihn herausgefunden. Da ist wieder der... Hat der was nach uns geworfen? Ey, oh. Hast du nicht gemacht. Wow. Party, Party. Oh, das ist jetzt hier aber laut. Sind wir jetzt in der Kakerlaken-Disco gelandet? Nee, ich wollte hier leider machen. Ja, gut. In Tacken gehen wir jetzt. Ja, so. Wo wollen wir hin? Mit Anlauf und Geronimo! Platsch. Wo sind wir? Oh, oben drauf gelandet. Na gut. Ganz viel Fresschen. Guck in die andere Richtung, Freund. Schnell weg hier. Oh, jetzt bin ich nicht wieder leise. Na sowas. Ihr habt gesagt, guck doch in die andere Richtung, Freund. Hi. Oh, nicht top. Weiter. Oh. Hat er nicht schon wieder gemacht? Och Mann. Naja, machen wir Party. Welcome to the Kakerlaken Dance. Ey, Musik. Oh. Wartet ihr da schon auf uns? Oh, jetzt klaut er uns die tolle Musik. Okay, leben wir halt mit der anderen weiter. Gut, haben wir wieder alte Männermusik. Laufen wir dabei weiter. Hallo. Hat uns hier noch was übrig gelassen? Na, wir gehen nochmal hier runter. Fresschen. Ich glaube, dass es alleine tatsächlich ziemlich schwierig ist, genug Eier zu legen, um hier zu gewinnen. Ich glaube auch, dass es mit mehr Schaben mehr Spaß macht. Mit mehr Kakerlaken. Also wenn man so ordentlich Kakerlakenfreunde noch dabei hat. Ja, da sollte es auch so ein Kakerlak with your friends. Jeder sollte dieses Spiel besitzen. Du, jetzt ist aber dein Radio kaputt, mein Freund hier. Und wir hängen schon wieder am Kopf. Was soll denn das? Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hin muss oder will oder kann. Oder ja, ich bin verwirrt. Ey, nicht mit dem Topf schmeißen. Du hast wohl seine Mikrowelle runtergeschmissen. Wie machst du denn jetzt dein Essen warm? Ich wollte eigentlich noch mal irgendwie da drüben... Dort. Der hat nicht wirklich hier... Och, der wollte uns zertreten. Okay, sagen wir mal so, der Weg da unten rum ist nicht der beste. Machen wir nicht wieder. So, probieren wir es nochmal hier drüber. Er sieht uns gerade nicht. Wir nehmen trotzdem den Weg hier hinten lang. Hat der da ein Messer gerade oder was? Ich glaube, es geht los. Ja, such mal wieder einen anständigen Kanal. Hast halt. Ja, der ist herzallerliebst. So, wir füttern mal noch das auf dem Radio weg hier. Schön. Ich weiß ja nicht, wenn Bedarf besteht,
können wir natürlich gerne auch nochmal eine Runde mit dem komischen alten Mann da spielen und Kakerlaken jagen. Das ist aber, glaube ich, auch nur richtig lustig, wenn man tatsächlich schafft, einen vollen Raum zu bekommen. Mit mehr als einer Kakerlake, die da so ein bisschen durch die Gegend rennt. Warum hat er eigentlich den Ofen angemacht da? Das endet doch nicht gut. Weder für mich noch für ihn. Kennen wir doch. Ne? Oh, guck mal, ich habe schon wieder einen Kackerstreifen voll. Oder einen Eistreifen. Oder was auch immer. Es wäre natürlich auch, ne, wenn man sich mit Freunden absprechen könnte, dann sozusagen, lenk mal ab, ich fress das da auf dem Boden schnell weg. Also ich kann nur sagen, mein Fazit ist definitiv, wenn man auf so einen Trash steht, holt's euch. Kostet normalerweise 5,99 bei Steam, ist im Moment noch im Angebot für 5,09 €. Ist bestimmt in irgendeinem Sale auch noch günstiger zu haben. Es ist lustig, es macht Spaß, man braucht's nicht unbedingt, aber wie viele Spiele, die man so besitzt, braucht man schon tatsächlich. Also ich mag so einen Kram, ich mag es, irgendwelche Tiere zu sein, und deswegen finde ich das tierisch lustig. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt einen kleinen Einblick in dieses Spiel bekommen. Wie gesagt, wenn ihr Bock drauf habt, können wir das Ganze nochmal als alter Mann machen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr dieses Video schaut. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal, würde ich dann mal sagen. Tschüss. Wo ist denn hier der Ausgang?